Es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man so einen Pass bekommt und Bändeli. Also das sind für mich alles Sachen, die ich nie mehr vergessen werde. Ist halt so bei dem ersten Mal, gell? Die behaltet man sich im Gedächtnis. Zuerst mal danke fürs Dossi, in Bezug auf wie der Auftritt gegangen ist. Das ist sehr gut gegangen, sehr zufrieden. Ich habe mich erst kürzlich erholt von einer Mandelentzündung, aber bin sehr froh, dass das alles so gelaufen ist. Also es ist sehr gut gelaufen. Ich habe selten auf mich aufgepasst, ab in Zwickau schütt mir zurückgemacht. Ich schütte den Frust ab, ich habe mich frei von all dem Druck gemacht. Das ist halt in Basel. Halt, da kann man schon sagen, es ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich vielleicht zu anderen Städten. Also es ist halt schon wichtig für viele, dass man authentisch ist. Und das ist halt mir auch, das ist für mich ganz normal, dass man Musik macht und sich selber ist. Von den Ecken, was mir wichtig ist aus Basel, ist auf jeden Fall Liebe da. Und es gibt vielleicht noch so ein, zwei Ecken aus Basel, die wir zu mir haben mit dem Trap-Film oder also mit der moderneren Art von Hip-Hop. Denn das Leben geht so schnell vorbei. Ich hoffe, du kannst gerade am Leben sein. Frei vor all dem Nebensein, Lösung für die Rätsel sein. Danke, uns geht's gut. In Bezug aufs Album, also das zweite Album heisst Streber. Prägt euch das ein. Wir streben halt nach einem Ziel und ich möchte auch, dass es ein positives Gefühl gibt. Also, weil früher sind Streber immer so ein bisschen, sind halt ein bisschen dissed worden oder in der Schule, oh, der ist nur am Lernen, bla bla bla. Aber das sind eigentlich die Leute, die rissen am Schluss. Und ich bin ein Streber, was die Musik betrifft. Und da kann sich jeder so seine Kategorie aussuchen und das finde ich eben noch geil. Und darum Streber, wir sind am Streben nach mehr, Streben nach Glück, Streben nach Weiterentwicklung. Ja, liebe Leute. Und das kommt am 24. November 2017, kommt Streber. Dreifach, ciao zusammen.